Dreieckskonstruktion SWS von Hand und mit GeoGebra. In dieser Kurzanleitung zeige ich euch, wie eine typische Konstruktion mit GeoGebra funktioniert. Ich nehme mir dazu absichtlich ein Beispiel, bei dem das Konstruieren online ein Stück schwerer ist als mit Stift und Papier. Ein Dreieck, gegeben aus den Daten, passend zum Kongruenzsatz SWS. Warum wähle ich eine Konstruktion, die digital schwerer als von Hand ist? Ganz klar, damit ich euch zeigen kann, wo typische Probleme sind und wie man sie löst. Die einfacheren Konstruktionen kriegt ihr dann noch selber hin. Und daher lege ich auch noch eine kleine Schippe drauf, indem ich zusätzlich noch die Standardanordnung einhalten möchte, bei der der Punkt A links, der Punkt B rechts und der Punkt C oben sein soll. Das heißt, die Seite C ist gegenüber vom Punkt C unten und soll auch noch schön horizontal verlaufen. Die Winkel Alpha, Beta und Gamma sind passend in den Ecken A, B und C. Ich nehme mal ein paar Beispielwerte. Sagen wir B gleich 5,3 cm, C gleich 7,6 cm und Alpha soll 56 Grad sein. Auf dem Papier ist das kein Problem. Ich zeichne erst die Strecke C, horizontal, lege dann das Geodreieck im Winkel Alpha gleich 56 Grad an und zeichne da lang eine Strecke der Länge B gleich 5,3 cm. So, ich beschrifte das auch mal noch. Und damit habe ich dann auch bereits alle drei Eckpunkte und kann die noch fehlende Strecke A einzeichnen. Und auch gleich ihre Länge messen, wo das Geodreieck doch schon an Ort und Stelle liegt. Das sind wohl so 6,1 cm. Die beiden unbekannten Winkel messe ich auch noch. Beta ist ungefähr 46 Grad und Gamma, das sind so in etwa 81 Grad. Und ich sehe auch schon mein Problem. Das ist ungenau, vor allem mit diesem virtuellen Geodreieck hier. Nicht mal die Winkelsumme stimmt. Die genauen Werte kenne ich aber nicht. Also mache ich jetzt die gleiche Konstruktion mit GeoGebra. Ich öffne das Programm, schiebe mir das Koordinatensystem ein bisschen zurecht und zeichne irgendwo den Punkt A ein, sagen wir an 1, 1. Aber schon das Antragen der Strecke C gleich 7,6 cm genau horizontal ist das erste Problem. Allerdings ein Problem, mit dem man noch relativ einfach fertig wird. Ich weiß ja, dass B 7,6 Längeneinheiten weiter rechts liegt, das heißt an der Stelle 8,61. Und das kann ich auch einfach im zugehörigen Algebra-Fenster eingeben. Fertig. Jetzt kann ich die Strecke C gleich auch einzeichnen. Alternativ kann ich B aber auch geometrisch bestimmen. Ich lösche daher das, was ich schon geschafft habe und fange nochmal anders an. Zuerst zeichne ich nun einen Kreis um A mit dem Radius 7,6. Dann zeichne ich eine Parallele zur x-Achse durch A, also eine Horizontale, und bestimme den Schnittpunkt von Parallele und Kreis. Okay, GeoGebra nennt den C. Es gibt zwei Schnittpunkte, klar, und B ist links. Ich will aber den Punkt rechts von A und den als B bezeichnet haben. Also benenne ich B mal in irgendeinen Umfug um und danach den Punkt C in B. Kreis und Parallele brauche ich nicht mehr, die machen mir mein Bild nur unnötig kompliziert. Also stelle ich sie auf unsichtbar. Das geht flott mit der rechten Maustaste und dem Entfernen des Häkchens bei Objekt anzeigen. Die Strecke C stelle ich nun auch wieder her. Jetzt kommt der Winkel Alpha. Das geht über den Befehl Winkel mit fester Größe. Unten wird angezeigt, was GeoGebra nun für Vorgaben erwartet. Erst den Punkt auf dem einen Schenkel, das ist B, dann den Scheitelpunkt, das ist A. Und dann kann ich den Winkel eingeben und festlegen, ob im oder gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird. Hier ist das gegen den Uhrzeigersinn. Daraufhin erzeugt mir GeoGebra, wie ihr seht, den Bildpunkt B', zeichnet aber immerhin auch den Winkel Alpha gleich mit ein. B' selber will ich gar nicht haben, eigentlich nur eine Halbgerade bzw. ein Strahl durch diesen Punkt. Nachdem ich den Strahl eingezeichnet habe, stelle ich also auch B' auf unsichtbar. Den Punkt benötige ich nicht mehr und seine Anwesenheit irritiert einfach nur. So, auf dieser Halbgerade muss ich nun die Länge B gleich 5,3 abtragen. Das klappt wieder über einen Kreis. Ich zeichne ihn um A mit dem Radius 5,3 und bestimme den Schnittpunkt von Kreis und Strahl. Das ist dann der Punkt C.
Den Kreis mache ich auch wieder unsichtbar, wohl wissend, dass ich ihn beim direkten Messen auf Papier gar nicht bräuchte. Aber auch digital bin ich nun fast am Ziel. Ich muss nur noch B und C verbinden und habe mein Dreieck gefunden. Jetzt kann ich alles präzise ausmessen. Die Länge von A wird mir hier auch gleich angezeigt. 6,39 Längeneinheiten, also etwa 6,4 cm. Das war von Hand schon mal nicht so gut. Die Winkel kann ich über den Winkelbefehl bestimmen. GeoGebra erwartet dann als erstes einen Punkt auf dem einen Schenkel, dann den Scheitelpunkt und dann einen Punkt auf dem anderen Schenkel. Ich muss allerdings ein bisschen mitdenken. Hier geht es immer in die Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn. Denn das ist der mathematisch positive Drehsinn. Beta messe ich also, indem ich erst auf C auf dem ersten Schenkel klicke, dann B als Scheitelpunkt und dann A auf dem anderen Schenkel anklicke. Beta ist 43,5 Grad. Lag ich auch ein Stück daneben. Für Gamma klicke ich die Punkte A, C, B an und sehe, dass der Winkel 80,5 Grad ist. Na immerhin, da hatte ich von Hand 81 Grad. Schon mal was. So, zum Schluss zeige ich noch, wie man auch Streckenlängen mit einem Befehl ausmisst. Denn etwa die Version auf dem iPad von GeoGebra, die zeigt mir die Längen nicht sofort an. Das Symbol ist aber schnell gefunden. Da. Ich wähle die Punkte B und C als Bezugspunkt und tada, hier ist die Länge von 6,4 cm nochmal im Bild. Und damit kenne ich dann auch alle Werte genau, zumindest im Rahmen der Anzeigegenauigkeit. Schön ist übrigens auch gegenüber der Konstruktion auf dem Papier, dass ich nun das Ganze auch farblich ein wenig aufhübschen kann. Ich gehe links oben auf das Zeigersymbol, wähle dann das Objekt aus, das ich anders gestalten möchte, und kann dann oben rechts im Menü die gewünschten Eigenschaften auswählen. Die Strecke AC fehlt hier übrigens auch noch. Okay, nach Einzeichnen benennt GeoGebra sie erstmal mit H. Aber das ist schnell korrigiert. So, nun heißt die Seite vorschriftsmäßig B. Auf dem iPad funktioniert das alles übrigens ähnlich. Aber halt auch ein klein wenig anders. Ich blende mal einen Screenshot ein. Da ist der Pfeil links oben in der Geometrieleiste. Und wenn ich dann ein Objekt auswähle, dann erhalte ich so ein Mini-Menü direkt neben dem Objekt. Mit einem Farbeimer, einem Symbol für die Linieneigenschaften, den Mülleimer fürs Löschen und ergänzende Befehle. Aber wie das funktioniert, kriegt ihr auch am besten per Learning by Doing heraus. Ist einfach ehrlich. Ich komme stattdessen zum Fazit. Das Eindenken in das Konstruieren mit dynamischer Geometrie-Software ist anfangs schon mühselig, zugegeben. Aber so ist es ja meistens am Anfang. Doch ich finde, da kann man sich schon relativ schnell reinfuchsen. Etwas Übung macht auch hier den Meister. Also will ich gar nicht mehr länger euer eigenes Üben aufhalten, sondern verabschiede mich hier. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.